bin Lisa, ich bin 26 Jahre alt und ich studiere Medieninformatik in Flensburg. Ja. Ich habe eine Tickstörung, ja. Ich habe als Leitsymptomatik funktionelle Ticks oder tickähnliche Bewegungen. Komplexe Ticks, simple Ticks, vokale Ticks und motorische Ticks. Ich habe zusätzlich noch einige dissoziative Bewegungsstörungen, die auch in die funktionelle Richtung fallen. Als die ersten Ticks kamen, war ich 7 Jahre alt ungefähr. Da wusste ich noch nicht, dass ich Tourette habe. Die Diagnose kam ja erst einige Jahre später. Ich wusste nicht, was mit mir los ist und warum ich das gemacht habe. Ich konnte den Leuten, wenn mich jemand gefragt hat, nur sagen, dass ich da nichts für kann und ich nicht weiß, was das ist. Und das stieß halt oft auf Unverständnis. Der wesentliche Unterschied zwischen dem klassischen Tourette-Syndrom und den funktionellen tickähnlichen Beschwerden ist, dass diese funktionellen Beschwerden plötzlich anfangen zu einem bestimmten Zeitpunkt, dann meistens sehr komplex sind in den Bewegungen, die man sieht, und sehr variabel auch in den Bewegungen, die auftreten. Und ferner ist es so, dass die funktionellen tickähnlichen Störungen den ganzen Körper betreffen können, komplexe Handlungen beinhalten, während die klassischen Ticks eher nur Kopf, Hals und Schulter betreffen. Also ich habe Ticks, wie man sie vielleicht auch aus den Medien kennt, wie man sie vielleicht bei jemandem mit Tourette-Erkrankten sehen würde. Fuck. Das sind nicht kontrollierbare Bewegungen und Lautäußerungen, die ich unwillkürlich mache. Ich kann sie nicht kontrollieren und ich möchte sie auch nicht machen, aber ich kann sie nicht lassen. Also in mir drin ist eine gewisse Unruhe, vor allen Dingen, wenn ich irgendwie in die Öffentlichkeit gehe, wenn ich mit der S-Bahn fahre, mit dem Bus oder in Einkaufszentren. Ins Kino gehe ich eigentlich gar nicht, weil ich ewig immer den Druck habe, ich müsse die Ticks unterdrücken. Die Therapie zwischen Ticks und Tourette-Syndrom und den funktionellen tickähnlichen Störungen unterscheidet sich. Bei Tourette kommen verschiedene Maßnahmen zum Einsatz, manchmal medikamentöse Behandlungen, mitunter auch eine bestimmte Form von Verhaltenstherapie. Und bei den funktionellen tickähnlichen Störungen würde man ganz auf Verhaltenstherapie, ganz auf psychologische Maßnahmen setzen. Und es gibt bestimmte Formen von Verhaltenstherapie, die sich von denen bei Tourette unterscheiden. Und die Erwartung der Behandlung, die Erwartung, was die Prognose angeht, ist auch etwas unterschiedlich. Ticks kann man häufig lindern, man kann sie verbessern, aber man wird sie nicht durch die medikamentösen oder verhaltenstherapeutischen Maßnahmen los. Bei den funktionellen tickähnlichen Störungen kann man schon die Erwartung formulieren, dass sie durch die Behandlung auch weggehen. Hey, Fotz. Fuck off, bitch. Bitch-Patsch, den habe ich auch manchmal. Bitch-Patsch-Pinguin. Hast du? Ja. Ja, herrlich. Ja, den liebe ich. Leider kommt er nicht so häufig. Den liebst du? Kennst du das, dass du so Ticks hast, die du eigentlich ganz cool findest und dir wünschen würdest, dass die häufiger wären anstelle von anderen Ticks, die du kacke findest? Ja, manchmal. Allerdings habe ich manche Ticks, so, die hätte ich gern mehr, wenn ich mit bekannten Leuten unterwegs bin, als mit Fremden. Ich habe das ja jetzt noch nicht so lange, die Symptomatik, sondern erst auch während der Corona-Pandemie bekommen. Das heißt, ich war ja sowieso schon ein bisschen abgeschottender und war nicht so sozialisiert, sag ich mal. Alles im Homeoffice. Und, Ach so, mit deinen die Ticks hast du erst? Ganz frisch noch? Seit 2,5 Jahren. Ach so, weil es ja eigentlich, also nicht eigentlich, aber die meisten Betroffenen haben das ja, bekommen das ja so mit 6 bis 8 Jahren. Ja, aber nicht bei funktionellen Ticks. Ah, okay. Bei funktionellen Ticks, die können bis ins hohe Alter einfach auftreten. Ist sogar häufiger, dass das bei jungen Erwachsenen passiert als bei Kindern. Mhm. Hattest du zwischendurch mal die Hoffnung, dass es komplett weggeht? Ja, als Kind, als ich kurz bevor ich in die 7. Klasse gekommen bin, da habe ich es einmal 3 Tage lang hintereinander, da war ich im Urlaub und war anscheinend so entspannt, dass ich 3 Tage lang meine Ticks leicht unterdrücken konnte. Bin nach Hause gekommen und habe meiner Großmutter dann erzählt, so, ich bin mein Tourette los. So. Und am nächsten Tag ging es wieder los. Das war eine ziemliche Enttäuschung. Also da habe ich wirklich für 1-2 Tage gedacht, so jetzt ist alles vorbei mit meinen Ticks. Aber dann kam sie wieder und... Hast du zwischendurch immer noch so Phasen, wo es mal ruhiger wird? Nein. Ja, es ist natürlich immer so eine Tagesformgeschichte auch. Ne? Also wenn es mir so psychisch gut geht, dann sind die Ticks weniger. Wenn ich sehr im Stress bin, wie jetzt zur Zeit, dann sind die Ticks sehr stark, so dass ich dann wirklich auch Angst davor habe, mich in die S-Bahn zu setzen oder so. Aber es gibt auch Tage, wo es mir dann gut geht. Und wenn ich zu Hause bin, ganz allein in meinem Zimmerchen, dann
dann bin ich manchmal auch minutenlang ohne Ticks, dann vergesse ich die Ticks einfach. Ja. Und jetzt, wo wir uns unterhalten, merkst du ja auch gerade, dass während des Gesprächs, dass die Ticks weniger sind, weil ich darauf konzentriert bin und die Ticks ein Stück weit vergessen habe. Also meine Ticks werden auch besser, wenn ich mich erstmal, wenn ich mich entspanne, wenn ich in einer Situation ankomme und wenn ich mich konzentriere auf was anderes. Ich zock ziemlich viel zu Hause, das hilft mir. Meine Therapeutin sagt, ich zocke ein bisschen zu viel, aber ich denke, das ist Auslegungssache. Und ich tick dabei so gut wie nicht, weil ich bin ja komplett beschäftigt. Ich habe meine Hände in, feinmotorisch bin ich komplett drin, die Konzentration ist da und ich kriege manchmal die Quittung, wenn ich dann aufhöre und aufstehe. Und dann ist das wie, als hätte es sich aufgestaut. Und das kommt dann alles auf einmal raus. Anders als vielleicht bei anderen Erkrankten ist es bei mir so, dass die Ticks ruhiger werden, wenn ich in der Öffentlichkeit bin. Ich nehme an, dass der gesellschaftliche Druck die vermindert, was bei vielen Tourette-Erkrankten vor allem auch eigentlich zum Gegenteil führt. Und wenn ich zu Hause in meinem privaten Umfeld bin, sind die Ticks eigentlich am meisten da. Hat lange gedauert und war ein Haufen Arbeit, um festzustellen, dass die Ticks auch von anderen Menschen akzeptiert werden. Und auf den Trichter bin ich tatsächlich erst vor so 15 Jahren gekommen. Bis dahin war ich sehr, sehr unsicher. Die meisten Ticks, ich würde mal sagen 80-90%, kündigen sich vorher an. Die etwas größeren, komplexeren Ticks überwältigen mich öfters und kommen auch eher aus dem Nichts. Das, womit ich es gerne vergleiche, ist dieser Impuls kurz bevor man niesen muss oder bevor man gehen muss. Auch das kündigt sich für auch gesunde Menschen an. Dieses Gefühl innerlich, was oft auch aus dem Torso irgendwie rauskommt, so ich muss jetzt niesen, ich muss jetzt gähnen und dann passiert es. Und ein Nieser, ein Gähner lässt sich noch unterdrücken und bei den Ticks ist es dann eben nicht so. Tick, ja, das dauert meistens so 5 bis 10 Sekunden. Also ich merke diesen Drang, versuche ihn dann noch einen kurzen Moment zu unterdrücken und dann entlädt sich das. Über viele Jahre hat man die Auffassung, dass funktionelle tick-ähnliche Beschwerden eher selten sind, bis sehr selten. Und wir haben in den letzten Jahren doch eine deutliche Zunahme gesehen und eine Zunahme im letzten Jahr oder auch in den letzten anderthalb Jahren vor allen Dingen in einer Situation, in der in den Social Media sehr viel über das berichtet wird, was man Tourette nennt. Und das Problem ist dabei bei diesen Social-Media-Beiträgen in vielen Fällen, dass das, was gezeigt wird, kein klassisches Tourette ist, sondern funktionelle tick-ähnliche Beschwerden, die ähnlich aussehen wie Tourette. Und das, was ich gerade gesagt habe, also die eher komplexe Abläufe, lange Sätze von Obszönitäten und so weiter, objektbezogene Handlung, all das sind eben keine klassischen Ticks, sondern das sind die typischen funktionellen tick-ähnlichen Beschwerden. Und was wir jetzt erlebt haben, ist, dass relativ viele junge Menschen, die sich diese Videos angucken, die vorher nichts hatten oder vielleicht in der Vergangenheit mal als Kinder Ticks, dann diese Bewegung, die sie im Video, auf diesen YouTube-Videos sehen, auch kriegen. Die schnappen das gewissermaßen auf, so eine Art komplexes Imitations- oder Echoverhalten und werden dann dadurch krank. Und das ist etwas, was uns sehr beschäftigt. Und es gab also viele Monate, gerade in der Pandemie, wo ja auch viele halt im Internet gesehen haben, Social Media große Rolle spielten. Eine Zeit lang waren diese Menschen mit den Social Media ausgelösten funktionellen tick-ähnlichen Bewegungen fast häufiger als Tourette. Also es ist ein Massenphänomen geworden und auch da wieder ganz wichtig, das zu unterscheiden, denn auch diese Fälle kann man in vielen Fällen hervorragend verhaltenstherapeutisch behandeln. Was ich wahrnehme, und da stimme ich zu 100% zu, wenn ich mir Videos anschaue von Menschen, die ticken, nehmen meine Ticks zu. Das fällt danach aber auch wieder ab. Und ich nehme das auch manchmal in Kauf. Das Ding ist, Menschen mit Bewegungsstörungen oder mit Tick-Erkrankungen suchen sich Role Models. Die wollen Leute haben, die ihnen eine Stimme geben, die Sachen erklären, die fuck off, bitch, die irgendwie ein Repräsentant sind vielleicht auch für sie. Und deswegen ist das so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite finde ich es toll, wenn sich Tick-Erkrankte im Internet eben auch präsent zeigen und versuchen, eine Bühne zu schaffen. Auf der anderen Seite ist es eben auch schwierig, weil dort auch viel Falschinformationen verbreitet sind, es nicht gefiltert wird und es eben auch wirklich zu Verschlimmerungen der Störung führen kann. Ich weiß nicht, ob dir das ähnlich geht, aber wenn ich morgens aufstehe, ich weiß manchmal nicht, was der Tag mir bringt und wie aktiv ich sein kann, wie
fähig ich bin, irgendwie meinen Alltag zu schaffen und plane deswegen auch immer länger ein, weil immer irgendwas sein kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel Auto fahre und ich merke, die Ticks werden doller, dann muss ich eben rechts ranfahren und warten, bis sie vorbei sind, bis es ruhiger wird. Außerdem ist es immer noch so, die Eindrücke von außen. Also wenn es gibt ja Menschen, die fordern dich dann ja auch. Die sagen dann, kannst du mir hier mal kurz helfen oder kannst du das mal kurz machen? Normalerweise brauche ich wirklich, wenn jemand was von mir möchte, irgendwie einen Termin oder so, dann brauche ich echt manchmal tagelang Vorlaufzeit, um mich dann mental darauf einzustellen und mich darauf vorzubereiten. Tourette ist den Leuten geläufiger. Man kann es besser erklären. Wenn ich, so wie ich auftrete, auf Menschen zugehe und diese Menschen haben eine minimale Ahnung eben von der Medizin dahinter vielleicht, und dann ist die erste Einschätzung immer Tourette, weil es ist nach außen hin für Laien oft eben das Bild eines Tourette-Erkrankten. Und Tourette lässt sich leichter erklären. Es ist irgendwie einmal so dahingesagt, ich habe Tourette, google das und du weißt Bescheid. Und bei funktionellen Bewegungsstörungen muss man irgendwie so weit ausholen und trifft auch da immer auf Unverständnis. Die große Sorge bei fast allen Betroffenen, die tickähnliche Störungen haben, mit denen man das auch berichtet, ist, dass das Gegenüber, also sprich die Ärzte, denken könnten, die imitieren das. Das ist eine bewusste Entscheidung. Die simulieren, die denken sich das aus. Und dadurch ist natürlich die Sorge groß, überhaupt darüber zu berichten. Und das ist eine völlig falsche Auffassung, völlig falscher Ansatz. Also nur ein kleiner Bruchteil von Menschen simuliert Verhaltensweisen. Die Menschen, die zu uns kommen mit funktionellen tickähnlichen Störungen, die haben ein Problem, die leiden sehr darunter. Und das ist etwas, was im Gehirn geschieht, was sich auch verselbstständigt und automatisiert. Und da kann nicht von persönlicher Schuld die Rede sein. Das ist völlig unangemessen, denen etwas zuzuschreiben. Das führt dann zu einer starken Belastung. Aber es wird sehr befürchtet und es ist in der Bevölkerung, glaube ich, sehr häufig die Annahme, naja, die tun ja nur so, als ob. Und genau das ist es nicht. Auch wenn eben bei funktionellen Bewegungsstörungen vielleicht keine greifbare organische Ursache da ist, sind sie trotzdem echt. Und das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst bei jemandem mit funktionellen Symptomen, ist, diese runterzuspielen. Und wir kämpfen sowieso schon damit, nicht ernst genommen zu werden oder als Faker oder als Alibi, Tourette oder so dargestellt zu werden. Und das tut weh. Es ist echt, es ist valide und so sollte es auch anerkannt werden. Nur weil man nichts findet, heißt es nicht, es ist nichts da.